Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lost in Time. Ich bin euer Chojin, schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Wir haben einige Kopfnüsse gehabt, die letzten Folgen, aber die letzte ging ganz gut mit der Zeitreise. Wir sind wieder im Jahre 1840. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren. Wir hatten hier das mit der Kanonenkugel. Wir haben einen Haken bekommen gerade in der Endsequenz und haben einen nassen Schwamm. Haben einen Gurkenzieher, haben die Beize immer noch, haben eine Zange, haben Wasser und also in der Pipette etwas Wasser, okay, haben einen Nagel, haben Putzlappen und haben ein Ruder. Und wir sollten irgendwas besorgen, was scharf ist, hieß es. Haven't you found other clothes yet? You must hurry and change. Also ich muss mich auch umziehen. Der Laderaum, da geht's wieder nach unten. Vielleicht können wir auch mal mit dem reden. Wie hieß er? Yoruba oder so? Mein Vorfahre? Hat sich wieder hingelegt, der arme Teufel. Muss ja völlig erschöpft sein. Vertraut mir immerhin, okay. Ein neuer Nagel drunter? Nein, das ist nur Holz. Hat sich hier irgendwas getan seit dem letzten Mal? Wir haben immer noch eine Truhe, die wir nicht aufbekommen hatten. Richtig, natürlich abgeschlossen. Können wir vielleicht mit dem Haken das jetzt knacken? Geschafft! Damit kann ich wieder mal meiner unersättlichen Neugier freien Lauf lassen. Schön. Kleidung? Kleidung, war ja klar. Das letzte, was ich hier erwartet hätte, Frauenkleider, hier drin. Werd mich also der herrschenden Mode anpassen. Das ist gut. Ist da sonst noch was drin? Die Bilge ist sicher voller Geheimnisse. Aber ja doch, da war doch noch etwas. Ein Band. Das habe ich ganz vergessen und das sieht nach einem Geheimfach aus. Okay. Eine Feder. Läuft ganz und gar nichts. Hier ist ja auf jeden Fall noch was versteckt. Eine Feder. Der sagt aber auch nichts dazu. Da läuft ganz und gar nichts. Das Band an die Feder anbringen? Nee. Wie eine Feder. Da muss irgendwas draufgestellt werden. Sehr wahrscheinlich. Das ist ein Mechanismus, dass er runtergedrückt wird. Sehe ich das richtig? Und habe ich irgendwas, um da was draufzustellen? Das ergibt keinen Sinn. Ich brauche irgendeinen Gegenstand, den ich sehr wahrscheinlich draufstellen kann. Da kann ich mir noch so den Hals... Ja, okay. Sagt der irgendwas dazu? Die Bilge ist sicher voller Geheimnisse. Ja. Läuft ganz und gar nichts. Du siehst nichts. Wir haben keine Fackel. Ein Hocker. Er hat sich nicht gerührt. Gehen wir nach unten schon. Hier haben wir noch Wasser drin. Den Putzlappen nass machen. Ich werde doch nicht anfangen, jetzt hier das Hausmädchen zu spielen. Aber vielleicht ist genau das vonnöten. Da kann ich nicht noch so nass, wenn ich sehe wirklich nichts. Und mit der Fackel können die, haben wir nicht mehr die Laterne. Hier geht es wieder nach oben. Schauen wir mal runter. Oh, das geht nicht mehr. Geht das nicht? Das geht nicht mehr. Wir können nicht mehr nach unten. Okay. Dann ab nach oben wieder, würde ich sagen. Wir müssen irgendwo anders Sachen finden. Eine Lampe. Die war kaputt. Well, you sure took your sweet time. Good. Now I need to be untied. Das hier war verrostet, oder? Aber wir können die Beize nicht benutzen dafür. Ah
Ah ja, hier kam man nicht dran. An die Schluppe. Vielleicht mit dem Band. Was war das? Ist nicht lang genug. Ich komme nicht bis dahin. Können wir die vielleicht verbinden mit... Nein, können wir nicht. Oder ist auch nicht lang. Ein kleines Stück noch. Den Nagel in das Ruder reinhämmern irgendwie. Vorsicht, da stehen ja Nägel raus. Das scheint ja geklappt zu haben, aber irgendwie auch nicht. Nein, das bringt nichts, sagt er jetzt. Bringt auch nichts. Der Haken ist weg. Der Haken ist schon mal weg. Krieg ich nicht auf die Luke. Auch nicht mit der Zange. Können wir hier irgendwelche Sachen öffnen? Irgendeine Kiste? Nein, ich wollte nicht weggehen. Kiste, Kiste, Kiste. Und nochmal überprüfen. Schmugglerware, sagt er hier. Plündergut und Kriegsschatz. Versuchen, den jedes Mal irgendwie ein Loch reinzumachen. Geht damit schon mal nicht. Mit der Zange ging es auch nicht. Mit dem Nagel können wir es auch nicht. Warum sollte ich Wasser auf die Kisten tun? Hat keinerlei Sinn, genau. Putzlappen, um zu erkennen, was für Kisten es sind. Nein, ist keine Beschriftung drauf. Mit dem Ruder einfach draufdrechen bringt genauso wenig. Warum sollte ich den nassen Schwamm benutzen? Das hat keinen Sinn. Dann schauen wir mal hier. Hier haben wir einen Bottich. Zucker kochen. Muss ich Zucker kochen? Nichts mehr übrig davon. Und hier haben wir Rohzucker drin. Kann ich was davon mitnehmen? Zum Beispiel in diesen Lappen. Nein. Kann ich den nassen Schwamm in den Bottich tun? Nein, kann ich auch nicht. Etwas Wasser in den Bottich? Auch nicht. Die Beize da rein. Bringt alles nichts. Gehen wir mal weiter. Den Griff kann ich aufmachen. Kanonenuntersatz. Rutscht, ich habe keinen Halt. Dafür war der Putzlappen, genau. Ich erinnere mich. Ist nur schon ein paar Tage her. Das Versteck. Die Platte ist beweglich, da steckt sich ein Mechanismus. Also muss da was draufgestellt werden. Oder gezogen oder dergleichen. Hatten wir alles ausprobiert, schon draufzulegen? Ich weiß es nicht. Bringt nichts. Okay, das bringt uns auch nicht weiter. Wir brauchen irgendwas anderes. Ich vermute, wir brauchen eine Kanonenkugel. Die gab es, glaube ich, hier. Die sind rund und glatt. Wie kriege ich es hin, dass die nicht mehr so glatt sind? Erstmal waschen. Bringt nichts. Machen. Mist. Übersehe ich wieder irgendwo was? Kakaobohnen und Zimtrinde. Wir können davon nichts mitnehmen. Wir kriegen es nicht auf. Nein, das bringt nichts. So, das Teil ist auf. Abgesperrt und kriegen wir sie wahrscheinlich nur über diesen Mechanismus auf. Den Boden eingelassen kriege ich nie hier raus. Fest am Boden verankert mit Faltöffnen. Damit ist sie fest verriegelt.
einbringen. Das bringt nichts. Okay, ich glaube, das ist hier sinnlos. Zum Bug des Schiffes. Nee, ah, ich dachte, wir kommen da nochmal hoch irgendwie. Ich vermute stark, dass wir hier an diese Schluppe ran müssen. Und wenn ich das mit dem Ruder mache, sagt er, fehlt nur ein ganz winziges Stück. Aber wie kriege ich das ein Stück länger? Und mit dem Band, sagt er, ist nicht lang genug. Ich komme nicht bis dahin. Nicht den Nagel an das Band machen. Ich muss irgendwas mit dem Band machen. Wie so ein Kletterhaken oder sowas ja wahrscheinlich. Das bringt nichts. Leer. Ganz schön angeschlagen, die Kanone. Können wir aber auch nicht bewegen. Wurmstichig. Aber er nimmt auch keine mit. Du nimmst auch keine mit. Nein, das bringt nichts. Kannst du sie rüberrollen? Kannst du auch nicht. Ein bisschen Rost abkratzen. Geht alles nicht. Was sehe ich nicht? Irgendwas übersehe ich. Funktioniert nicht. Kaputt. Ja und? Kaputt? Noch mehr kaputter machen? Glas da rauskriegen oder dergleichen? Irgendwas müssen wir ja damit machen. Eine Klampe. Das dient dazu, die Taue festzuklemmen. Krieg es nicht raus, steckt zu fest. Vielleicht wenn ich da jetzt... Nee, kann ich auch nicht dran machen. Da fehlt eins. Klopfen kann man das rausbekommen. Mhm. Oh, ich habe eine Einsatzklampe. Ich habe eine bekommen, indem ich mit der Zange drauf geklopft habe. Überflüssig habe ich schon. Das ist interessant. Kann ich das Band mit der Klampe nutzen? Nein. Kann ich irgendwie die Klampe mit dem Ruder benutzen? Kann ich auch nicht. Ist die schwer genug für den Mechanismus da hinten? Testen wir das doch mal. Einmal den Putzlappen mit dem Ring. Und einmal die Klampe mit dem Boden. Das bringt nichts. Mist. Aber wir haben einen weiteren Gegenstand. Ist nicht lang genug, ich komme nicht bis dahin. Ja, also muss ich die doch irgendwie verbinden.
Vielleicht kann ich es ja jetzt so machen. Nee, das bringt nichts. Ich will die irgendwie drum schnüren. Und so auf das Ruder. Ah, kombinieren wir das mal. Und jetzt nimmst du automatisch das Seil oder was? Das ist seltsam. Okay. Einsatz mit Schluppe. Ist nicht lang genug. Komm nicht bis dahin. Immer noch nicht. Jetzt den Nagel vielleicht da dran. Das bringt nichts. Achso, ich muss jetzt vielleicht hier so auf Ruder gehen. Fehlt nur ein ganz kleines Stück. Können wir jetzt vielleicht Klampe mit Ruder? Kombinieren wir das mal. Aha, jetzt macht das es zusammen, was ich die ganze Zeit vorhatte. Das rutscht ab. So schaffe ich das nicht. Ich habe keinen Halt. Das heißt, wir müssen da noch irgendwie was dran machen. Wie zum Beispiel den Nagel. Vorsicht, da stehen Nägel raus. Das klappt nicht. Vielleicht mit dem Korkenzieher? Nein, das bringt nichts. Das rutscht ab. Können wir auch noch die Zange da dran bringen? Nee. Einsatzstock mit Schluppe. Das rutscht ab. So schaffe ich das nicht. Ich habe keinen Halt. Keinen Halt. Ist nicht lang genug. Ich komme nicht dahin. Das heißt, ich müsste da eigentlich einen Nagel anbringen wollen. Also muss doch der Nagel irgendwie da dran. Aber wie bringe ich den an? Das ist echt schwierig hier, dass die Gegenstände so bei Monkey Island würde ich es einfach so aneinander seppen. So, mit diesem Inventar gehen ist auch extrem nervig. Können wir da erstmal was putzen? Ne, das können wir nicht. Das bringt nichts. Bin ich schon wieder überfragt. Wir müssen auf jeden Fall die Schluppe haben. Nicht lang genug. Bringt nichts. Wenn ich das benutze, rutscht ab. So schaffe ich das nicht. Ich habe keinen Halt. Vielleicht können wir damit jetzt auch schon irgendwas unten machen mit der Feder. Das wäre möglich. Gehen nochmal runter. Ob sich da was getan hat. Na komm, schau rein. Voller Geheimnisse. Wenn wir jetzt hingehen und das hier mit der Feder nutzen, nee, das bringt nichts. Also hier ist ja auf jeden Fall auch wieder irgendwas. Irgendein Geheimversteck. Eine Feder. Haben wir auch alles schon benutzt mit, ne? Bringt nichts. Nada. Was? Nicht lang genug. Da sagt er nicht lang genug. Können wir das irgendwie verbinden? Mit irgendetwas? Ja? Nee, das bringt nichts, hat er gesagt, ne? Nicht lang genug. Hm. Bringt nichts, bringt nichts, bringt nichts. Also, er will den Korkenzieher eigentlich da dran machen, an die Feder. Dann drehen. Würde natürlich Sinn ergeben, dann hier den so hinten dran zu machen, damit das was länger wäre, ein längerer Korkenzieher sozusagen. Aber das klappt irgendwie nicht. Naja, viel haben wir nicht geschafft, die Zeit ist rum. Aber wir haben wieder ein bisschen was geschafft.
Vielleicht übersehe ich auch irgendwo einen kleinen Punkt. Kann ich vielleicht, damit das nicht abrutscht, mehr Halt hat, den was waschen? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Es ist zwecklos. Und runter können wir leider nicht mehr. Da können wir auch nicht Hilfe erwarten von ihm. Wir müssen irgendwas machen. Mir fehlt irgendein Gegenstand. Ich sehe irgendwas nicht. Vielleicht ist ja doch was bei der Lampe hier. Müssen wir vielleicht doch irgendwas machen. Ich versuche mal per Trial and Error, ohne euch hier alle Gegenstände zu benutzen. Oder gibst du mir noch einen Tipp? What? Haven't you found anything to cut me loose? Nur die olle Kneifzange hier. Vielleicht reicht die schon aus. Kann ich einfach so sagen. Hier kommt es nicht auf die Kraft, sondern auf das Fingerspitzengefühl an. Vielleicht mit einem Nagel? Oder damit? Nein. Wir brauchen irgendwas Feineres wohl. Also wie gesagt, ich klicke mich mal hier durch und wir sehen uns gleich wieder.